Though the rain looks reindeer had a very shining nose. And if you ever saw it, you would even say it glows. All the other reindeer used to laugh in cold days and never let poor Rudy join in any reindeer game. And then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, is your nose so bright? Won't to guide my sleigh tonight? Then all the reindeer laughed him as they shouted out the scheme. Rudolph the red-nosed reindeer, you go down in history. Ja, meine Lieben, der Rudolf hat das Delay mit seiner roten Nase, ob er sich gefreut hat, geärgert hat. Immer wurde seine Nase ganz, ganz rot. Die haben alle ausgewacht. Das ist schon ärgerlich. Aber er hat ein großes Glück. Er hatte viele gute Freunde und seine Familie. One foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, is your nose so bright? Want to guide my sleigh tonight? Then all the reindeer laughed him as they shouted out the scheme. Rudolph, the red-nosed reindeer, you'll come down in history. Wie heißt das Reindeer? Einen riesen Applaus für das Gesangstalent Weihnachtsmann. Du heißt wie? Schöner Name, wie alt bist du? Lass dir Zeit. Gibt es den Krampus? Gibt es den Krampus, lieber Weihnachtsmann? Hast du vielleicht sogar einen mit im Anhänger, einen Krampus? Einen Krampus? Habe ich schon gesehen, ja. Aber ich habe keinen mit. Der Weihnachtsmann braucht keinen Krampus. Denn da, wo ich hinkomme, sind nur ganz, ganz brave und tüchtige Kinder. Auch große Kinder sind manchmal brav und tüchtig. Schön, schön, schön. So, da kommen wir nochmal her zu Chantal. Wie teilst du eigentlich einen ganzen Tag die Geschenke an allen Kindern aus? Wie funktioniert es, an einem Tag alle Geschenke ausliefern? Das ist ja ein Monsterjob. Das ist richtig ein Monsterjob, ja. Auch hier, ich kann das nicht verraten, sonst könnte es sein, dass jemand anderer auch auf die Idee kommt und das auch versucht. Nein, der Weihnachtsmann hat ein Geheimnis, ebenso wie das Christkind. Das bleibt unser beider Geheimnis, wie wir das schaffen mit den Geschenken. Aber bis jetzt hat es doch wunderbar geklappt, oder? Ich könnte mich nicht beschweren. Eben. Ich wünsche. Genau, ganz was Wichtiges. Kriegt die junge Dame auch die Geschenke, die sie sich gewünscht hat? Ja und nein. Ja und nein. Das muss ich erklären. Und zwar geht es darum, wie ich vorher gesagt habe, manche Kinder, auch Erwachsene, wünschen sich ein wenig zu viel. Und man muss ein wenig bescheiden sein, wie ich immer sage. Und sag mal so, die Kinder, die wirklich ganz, ganz brav sind, zu 100% brav sind, da passen auch die Geschenke. Ja? Und ich glaube, ihr alle hier auf der Bühne und auch da unten, ihr alle, seid ganz, ganz tüchtige, brave Kinder. Und wie mit den Geschenken wird das schon hinkommen. Aber wie gesagt, weiterhin brav sein. Versprochen? Oh, schau, wie nett wir alle schauen können, wie ehrlich. Ja, aber ich habe mir sagen lassen, es gibt da keine schlimmen Kinder. Also ich habe eigentlich noch nie ein schlimmes Kind gesehen. Meistens sind die Erwachsenen viel schlimmer. Naja, bei den Erwachsenen habe ich ein anderes, ganz was Neues. Und zwar, das mache ich jetzt dann so, die zu 100% brav sind, die Erwachsenen, da passen die Geschenke. Die weniger brav sind, müssen es zumindest einmal umtauschen. Die noch weniger brav waren, zweimal umtauschen. Und so weiter und so weiter.
Und dann überlegen Sie mal, wer von Ihnen die letzten Jahre umtauschen musste und wie oft. Und da kann man nur eines sagen, völlige Weihnachten. Das ist eigentlich eine gute Idee, Erwachsene zu erziehen. So, schnelle Frage. Wie viele Mützen hast du? Wie viele Mützen hast du? Wie viele Mützen? Ja, heute habe ich nur eine mit. Magst du sie aufsetzen? Spark sie dir. Puh. Vom Weihnachtsmann persönlich die Mütze aufgesetzt. Das ist schön. Stell dir da mal vor, jetzt machen wir mal ein Foto mit dir, mit der Weihnachtsmütze. So, noch schnell eine Frage, die letzte Frage. Und dann kommt's. Ich will jetzt sagen, Kitty Contest auf der Bühne, aber dann singen wir miteinander Feliz Navidad. So, die letzte Frage. Wie kann sich der Weihnachtsmann merken, welches Geschenk der will? Das ist eine tolle Frage. Wie kannst du dir alle Geschenke merken? Dazu habe ich auch Weihnachtselfen. Es sind hier welche unterwegs und die hören zu, die passen auf und machen Notizen. Alles alleine könnte ich ja nicht schaffen. Also, keine Sorge. Es wird schon richtig werden. Der Weihnachtsmann passt nämlich immer genau dann auf, wenn man glaubt, dass er gar nicht da ist. Und dann merkt man das, dann kriegt man die Geschenke. Sofort los mit Feliz Navidad. Alle Sänger kommen zu mir vor. Und wirklich laut. Alle. Das Publikum singt natürlich auch mit, wer den Text halt kann. Feliz Navidad. Lauter. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año de felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Not a talente. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Jawohl. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Ist das schön. So, und jetzt zum Abschluss riecht man nochmal alle runter, bevor der Weihnachtsmann die Bühne verlässt. Danke, liebe Mamis und Papis, für die Geduld. So. Feliz Navidad. Aber der Weihnachtsmann geht ja weiter zu tun. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año. Feliz Navidad, prospero año y felicidad.